So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir endlich das Level von Rasierer abgeschlossen. Und jetzt gibt es einen neuen Ninja-Speedrun, den wir diesmal tatsächlich auch live spielen. Der ist gerade aktuell. Wie könnte sich Flughörnchen Mario besser austoben als auf einer Luftgaleere? Schwing dich mit hohen Drehsprüngen empor, gleite anmutig durch die Lüfte und finde den schnellsten Weg zum Ziel. Also zumindest scheint es nicht viel Auswahl zu geben, was jetzt wieder Items angeht, sondern wir haben einfach Flughörnchen und Flughörnchen ist der Shit. Da ist mein Flughörnchen, das nehmen wir also auf jeden Fall mit. Okay. Das war schon mal jetzt kompletter Quatsch. Okay. Da unten kann ich rum, jetzt müssen wir uns das erstmal alles angucken. Hier kann ich hoch. Wie hoch kommen wir insgesamt? Wow. Nicer Hit, yo. Da könnte man jetzt schweben. Ja, hier wäre ich mit Flughörnchen natürlich auch schneller. Stellen wir uns mal vor, ich hätte es noch. Oh, 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 ich sterbe. Nein, ich sterbe nicht. Okay. Ganz schön lang das Level, ne? Und da ist die Wolke. Okay. Ach, und hier ist das Ziel. Okay. Boah, das ist ein interessantes Level. Das wird auf jeden Fall Spaß machen, hier einen Weg zu finden. Gucken wir mal. Haben jetzt natürlich noch nicht so viele gespielt. Aber offensichtlich gibt es Leute, die das in fast 20 Sekunden geschafft haben. Ja, ist okay. Verstehe ich vollkommen. So, ich will irgendwie hier hoch und dann will ich hier... Ah, okay. Hier oben rumlaufen. Dann schweben wir hier einfach durch. Das ist ja obvious. Dann geht es einfach hier weit. Nein, da darf ich nicht hängen bleiben. Ah, jetzt sind wir schon hier. Dann schwebe ich einfach hier noch durch. Nein, oh no. Ja, das... Okay, eigentlich wäre ich jetzt noch im Schwebmodus. Würde jetzt hier... Hier runter schweben, Fragezeichen. Und dann hier rüber und dann ist hier das Ziel. Okay. 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 Ja, ja, kann man sich vorstellen. Das ist auch jetzt ein recht kurzer Ninja-Run. An dem werden wir uns jetzt nicht so lange aufhalten. Dann passt in den Part noch ein bisschen mehr als nur der Ninja-Run. Das ist ganz gut. Bin ich ja schon mal zufrieden mit. So machen wir das dann nämlich hier. Ah, jetzt habe ich den falschen Weg. Ja, da fange ich von vorne gleich an. So, und gleich wieder hoch. So, okay. Dann hier runter, ohne dass man sich festhaftet irgendwie an der Wand. Dann hier hoch, hier entlang, so. Hier hoch, so. Hier runter. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, meine Zeit ist im Eimer. Das war so gut! Oh, das war so gut! Oh, verdammt, das kriege ich nicht mehr hin. Okay, so, so. Hier runter. So, 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 so. Da hoch, gleich drüber, perfekt. Hier rum, da hoch direkt. Nice, 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 nice. Nicht so nice. Nice. Ah, Ich verliere Zeit. Nein, ich muss hier runter. Oh nein. Okay, das ist noch ein bisschen doof. Aber jetzt gehen wir jetzt einfach ins Ziel. Okay. Es ist ausbaufähig. Vor allem die Stelle mit der Seesaw ist komisch. Die weiß ich noch nicht so ganz, wie ich die löse. Es ist ausbaufähig. Okay. So. Schub, 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 schub. Zack, hoch und rum. Schub, 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 zack, hoch. Und jetzt aber. Ja, genau so. Perfekt. Dann hier runter. Geht das? Ah! Aber das ist eigentlich jetzt hier vorher kein Problem, weil wir trotzdem einfach ins Ziel hasseln können. Okay, verbessert, aber es ist noch nicht optimal. Wie gehe ich da hinten besser vor?
Oder will ich da vielleicht doch runter? Ha. Na, das war dumm, aber egal. Wir probieren weiter. Aber ich denke mal, der Anfang hier ist doch eigentlich eindeutig, dass man das genau so spielt, ne? Sicher kann man das noch besser ausführen. Ja, das war jetzt halt wieder Quatsch. Aber grundsätzlich spielt man den so, würde ich sagen. Und das hier muss man halt auch noch besser hinbekommen. So, die Stelle ist halt kompletter Quatsch jetzt wieder gewesen von mir. Ah, der geht hier rüber und dann gehe ich da durch. Vielleicht so. Und dann auf jeden Fall hier durchschweben. Kriegen wir es noch besser hin als aktuell? Das ist halt die Frage. Oh, wobei, ja. Ja. Das war nochmal besser. Huh. Aber da ist nochmal 6 Sekunden raushasseln. Oha. Ist es die Technik? Das ist schon krass, was hier wieder Leute rauskriegen. Ist es die Technik oder gibt es noch einen besseren Weg? Es wird die Technik sein. Wahrscheinlich irgendwo ein paar Stampfattacken einfügen. Weiß ich nicht. Irgendwie sowas wird es wohl sein. Vielleicht weniger hängen bleiben, so wie hier. Da verliere ich zum Beispiel auch wieder Zeit, glaube ich. Und ich denke, hier kann man... Oh, nice. Direkt an einem Stück durch. Oh, das wird nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, ein bisschen besser, aber nicht viel. Nicht viel. Ist der besser? Ich weiß es nicht. 27465. Was hatte ich vorher? Nee, ist nicht besser. Ist nicht mal besser. Okay. Puh. Geil. Ich weiß halt nicht, nee, also die Stampfattacke kommt mir nicht sinnvoll vor. Kommt mir echt nicht sinnvoll vor. Aber wie, wo kriege ich noch Zeit raus? Wo bin ich zu langsam? Das hier ist halt ein bisschen Zeitverlust, ne? Das ist schon klar. Oh mein Gott! Oh, das war gut, aber danach bin ich leider in Stocken geraten. Schade. Schade! Aber da kommt man direkt hoch. Das sind vielleicht 2 Sekunden nochmal. Das sind vielleicht nochmal 2 Sekunden. Trotzdem, dieses Seesaw da oben hält mich irgendwie zu sehr auf. Ich probier's mal unten rum. Also hier auf jeden Fall oben rum. Das ist... Also, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Hier auf jeden Fall das hier. Hier auch auf jeden Fall das hier. Und jetzt untenrum. Ja, ist egal. Ja. So viel ja. Nicht obenrum. Obenrum ist meh. Untenrum ist der Shit. Ah, da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Ah, nein! Okay. Dann will ich jetzt noch einen ordentlichen Durchlauf mit unten rum haben. Dann bin ich zufrieden. Wenn wir auf 25 kommen, wäre ich zufrieden.
Nein! Ja. Ein bisschen besser ist es. Aber 25 kriegen wir hin. 25 kriegen wir hin. Ich muss da unten noch ein bisschen besser durchkommen. Ich bin jetzt gerade an der Wand hängen geblieben, ne? Das darf natürlich nicht passieren. Das hat jetzt gerade richtig Zeit gekostet, an der Wand hängen zu bleiben. Aber das ist die Route. Ich glaube, eine bessere Route wird es nicht geben. Ich glaube, das ist die Route, die alle gehen werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch was irgendwie, keine Ahnung. Irgendeinen Kniff, aber ich sehe es spontan jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist, wirkt schon, als wäre das der Way to go. Oh mein Gott! Nein! Dieses dumme Festhängen. Oh, ich hasse es. Also, wenn ich mich da nicht festhängen würde. Oh, das war so gut. Es war so gut. Ja, moin. Ich habe es in dem Moment, wo ich gedrückt habe, habe ich gemerkt, das wird nichts mehr. Ach, Mann. Jetzt bin ich zu hibbelig. Oh, ich dachte, es ist zu niedrig, aber es hat gepasst. Na, oh! Aber ich hänge mich hier halt auf jeden Fall an die Wand. Das ist... Ah, das ist dumm. Ich hänge mich da auf jeden Fall dann an die Wand. Ah, das ist blöd. Das darf halt nicht passieren, dass ich da an... Oh, an der Wand hänge. Eigentlich hier? Was ist, wenn ich hier weiterlaufe? Hier unten? Ja, das war jetzt egal, aber... Ich glaube nicht, dass das schneller ist. Na, das war dumm, aber egal. Ja, das war jetzt auch wieder Quatsch. So, ich würde irgendwie hier hochkommen. Herrschaftszeiten. So. Ja, toll. Aber jetzt, man kommt überall auch unten rum, aber das hier wirkt halt nicht... Nee, das ist doch Quatsch. Hier lang zu gehen ist doch Quatsch. Ganz ehrlich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Route ist, die die Leute gehen werden. Das hier oben rum erscheint mir am schnellsten. So, jetzt ist halt die Frage. Das ist halt dumm. Ah, das ist halt dumm hier. Ja. Ah, dieser Schluss da. Obenrum ist Mist, untenrum ist Mist. Aber irgendwas muss man ja gehen. Ach Mann. Ja, ich schaff's halt nicht dann da hoch.
Blöd ist halt, dass das Flughörnchen sich immer an die Wand gleich backt. Also nicht backt, sondern halt, ne? Es klebt sich dann so ran. Ja! Genau das. Und das passiert halt bei den Kanonenkugeln sehr schnell. Oh, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Wahrscheinlich gebe ich mich mit meiner aktuellen Zeit einfach erstmal zufrieden. Ich denke, das wird das Sinnvollste sein. Oh mein Gott. Oder ich versaue mir den Schluss nochmal. Aber okay, ja, okay, okay, okay. Wir lassen es dabei. Wir lassen es dabei. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Eieieiei. Ist okay. Wir können hier erstmal stehen bleiben. Mal gucken, was sich noch so ergibt. Läuft ja noch ein bisschen, ne? 6 Tage haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns das nochmal anzugucken bei Gelegenheit. Okay, so, das haben wir erstmal ausgelassen, das Level. Das haben wir schon gespielt. Mai und Luigi never let up. Okay, noch ein Musiklevel von WBC. Puh, eieieiei. Was? Habe ich gar nicht geachtet. Ohne den Boden zu berühren, ist das? Okay. Also dann einfach durchlaufen, ja? Okay. Ja, lol. Hab gar nicht auf die Quote geachtet, hätte ich dann natürlich gesehen. Ja, okay. Nein! Komm, wir holen uns den. Wir holen uns den. Das schaff nur ich, sowas. Ist nicht mein Ernst. Ist nicht mein Ernst, dass ich da gesprungen bin vorhin. Eieiei. Noch mehr WBZ. Ach, mal schon gespielt. Vicaris, the Sacred Plant Temple. Yo, kein Abschluss. Nur für Spiele mit Präzisionserfahrung. Team Frustration. Yo. Das wird dann wohl diesmal wirklich nichts. I guess. Okay. Ich schaff nicht mal den ersten Sprung. Kann ich einfach durchlaufen? Nein, die ist einfach direkt. Okay, die ist einfach da. Geduckt springen wird auch nicht reichen. Oh Himmel. Ah, okay. Wir haben einen Sprung geschafft. Oh, was? Seht ihr, was ich... Ja, natürlich seht ihr, was ich sehe. Warum solltet ihr nicht sehen, was ich sehe? Okay, nein. Nein, das fangen wir gar nicht erst an. Das wird nix. Oh ja, Alina-Level kommen jetzt. Ganz viele. Wollen wir... das weiß ich nicht. Alina würde ich dann doch eher in einen extra Part packen. Vielleicht schaffe ich alle 3 Level in einem Part. Jetzt sind wir schon bei 20 Minuten. Machen wir lieber mal weiter und machen dann beim nächsten Mal Alina. Wabba Wash. Boss Wash. Don't die.
4 Minuten. Das ist wieder so ein Level, da gucken wir rein, stellen fest, ist nicht und gehen raus. Das sieht ja eigentlich noch machbar aus hier. Oh no. Die Frage ist halt, wie viele Checkpoints gibt es? Wie lange ist der Bosswasch? Und was für Bosse kommen? Also den hier kriegen wir hin. Den hier kriegen wir hin, da haben wir schon Schlimmeres gespielt. Ich würde den gerne die Lava direkt befördern. Aber ich glaube, das ist mir nicht vergönnt. Ah, Mist. Okay, erster Hit. Wichtig. Hä, was? Ach Mann. Ich dachte, ich pfeffe ihn in die Lava, aber jetzt habe ich ihn da unten. Oh, jetzt ist er wieder da oben. Nein! Das wär's gewesen. Schade. Oh Mist. Ach. Aber das jetzt halt wieder so ein Level, da bin ich neugierig auf die anderen Bosse, ne? Das ist jetzt das Problem. Oh mein Gott. Ich würde ihn halt so gerne in die Lava befördern, aber das haut nicht hin. Nein, das kommt zurück. Das wäre er auch. Boah, man muss so viel beachten. Das sieht einfacher aus, als es ist. Eigentlich sieht es echt einfach aus, aber irgendwie. Okay, ich versuche jetzt mal hier drauf zu bleiben. Achso, das geht wegen den anderen Plattformen nicht, ne? Dann zieht es mich da irgendwie runter immer. Ja, gerade geht es. Okay. Nice. Nice. Jetzt versuche ich mal hier oben zu bleiben. Nice. Nein! Okay, okay, wir kommen eine Runde weiter. Krieg ich wieder einen Pilz oder. Ah. Krieg Pilz, ja, okay. Okay, das ist der Dude. Wow. Hä, wie, ich kann ihn nicht treffen so. Der dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, aber dadurch, dass er halt jetzt so groß ist, krieg ich den nicht, ne? Ja, wie soll ich den kriegen? Der ist zu groß. Hilfe. Ah, über die... Nee. Das geht auch nicht. So. Wait, und jetzt macht er aber... Kann der hier hoch? Nein. Okay.
bist. Nice. Okay, hier kann er auch nicht hoch. Schiebung! Wieso konnte er das plötzlich? Wieso darf er das? Damit habe ich nicht gerechnet. Gott, geh weg! Nein! Da wird man auch noch ausgelacht. Frech. Frech. Richtig frech. Oh nein! Oh, ich würde echt gerne hier mehr Bosse sehen. Es ist so spannend zu wissen, was so alles für Bosse-Ideen kommen. Oh, Mist. Aber wir werden nicht mehr sehen als die zwei, weil ich nicht weiterkomme als das. Schade. Ach, Mann. Yo. Was ein Ausweichsprung. Das war ja nicht der Eis. Das war kein Ausweichsprung. Nein! Ich hatte doch so eine gute Ausgangsbasis, um ihn zu treffen. Ach Mann. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja. Mist. Hätte man das nicht... Solche Level wären halt sinnvoll als, nicht als Boss-Rush, sondern als so eine Red-Coin-Challenge, ne, wo du zwei Checkpoints hast und immer wieder zwischen jedem Raum speichern kannst. Dann kannst du hier wirklich Boss für Boss spielen. Das wäre sinnvoll. So ist halt leider ärgerlich, dass man die hintereinander schaffen muss. Aber ja, klar, das macht einen Rush aus. Das ist mir bewusst. Ist halt trotzdem ärgerlich. Ah, jetzt setzt er mich hier ab. Nein! Ah, der trifft sich einfach selbst. Ja, moin. Er schießt dich selber ab. Das ist okay. Nein! Ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich hab's gesehen, aber es ging nicht. Ah. Aber der Dude schießt sich selber ab. Sollen wir einfach warten, bis er sich einfach selber trifft? Ja, nice. Aua. Na komm, schieß und lass dich selber treffen. Ah, jetzt kommt die Kugel zu dir zurück. Have fun. Oh, er ist gerade drüber gesprungen. Unglaublich. Okay, jetzt aber. Nein! Nice. Er hat nochmal geschossen. Geh weg. Alter. Okay. So, Pilz kriege ich. Und hier würde ich gleich den ersten Hit landen. Kommt jetzt hier hoch? Ja, jetzt kommt er plötzlich doch hier hoch. Vorhin konnte er das nicht. Oh, da, wenn der da unten ist, ist ja göttlich. Wenn der da unten ist, ist das ja göttlich. Komm, geh da runter. Ah, schade. Nice. Ein Raum mehr. Was ist das denn jetzt alles? Was? Okay, bei dem Raum bin ich dann raus. Ich habe keine Ahnung, wie man dem allem ausweichen soll. Das sieht wild aus. Und nochmal dahin spielen möchte ich nicht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis.
Vielleicht kommt nach dem vierten Raum ein Checkpoint, ich weiß es nicht. Ich hätte gerne Checkpoints. Okay, Sonne haben wir gespielt. Ah, dann machen wir noch den Boss Battle One von Cuphead. Nice. Und dann hören wir auf. Und machen im nächsten Mal die Alina Level. Entschuldigung. Ah, das ist wieder so ein Blockding. Zu spät geschaltet. Zu spät geschaltet. Nice. Hey, ja, 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 ja. Okay. Was wäre next? Don't run, only walk. Ah, machen wir das halt auch noch fix. So kleine Level hauen wir noch rein. Sobald das nächste große Level kommt, beenden wir den Part. Ey, ich bin gewalkt. Was willst du von mir? Heißt der Dings, ich muss... Ach, da ist ein Z, jetzt sehe ich es erst. Upsi. Da ist ein Z, ja. Ich verstehe. Mein Fehler. Und da ist ein Schwung. Okay. Jetzt muss ich auch noch hier schnell reagieren. Ah! Oh, gut, dass wir einen Checkpoint haben. Ey, das ist stressig. Nice. Eieieiei. Cooles Ding. Cooles Ding. So. Das nächste Level kurz oder lang? Ja, Mensch, das hatten wir ja schon. BTS.
Ja, komm. Machen wir es halt fix. Ich werde das Lied natürlich nicht kennen, weil ich kein Dingspop höre, aber K-Pop. Aber gut. Vielleicht kennt ihr jemand von euch das Lied, keine Ahnung. Ah, ich bin das sicher, wenn ich da stehe, oder was? Wollt ihr mir das sagen? Ja. Yeah. Okay. Ah ja. Na gut, vom Lied habe ich nichts gekannt, aber habe ich ja gesagt. Don't run only one. Mehr Musiklevel. Okay, let's go. Ach, das ist wieder so ein Block. Wieso sehe ich die beim ersten Mal immer nicht? Oh Mann. Ich kenne das Lied nicht, aber es klingt super weird. Oh, Mist. Es klingt super weird. Oh nee, das Lied macht mich kaputt. Ich weiß nicht, das klingt so komisch. Kein Fan von dem Lied. Sorry. Noch ein Devilry-Level? Komm, wir machen noch ein Devilry-Level zum Abschluss. Auf geht's. Oh, den sollte ich vielleicht nutzen. Das wäre eine Idee.
bin ein bisschen weit hinten. Okay, es passt. Puh. Mist, aber gut, dass wir einen Checkpoint hatten. Oh boy! Was ein Sprung! Oh, ich randaliere hier. Yo, ich hab... Ach, diese roten Blöcke. Physik! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Yo, das kam... Okay, da darf ich nicht ganz so fix drauf. Na, oh mein Gott. Ich bin gerade super unkonzentriert. Ich sollte nach dem Part aufhören. Beziehungsweise erstmal vielleicht einen Kaffee trinken. Okay. So, jetzt langsam. Oh Gott, na, oh nein, da wäre die Röhre. Da wäre die Röhre. Ah, oh, ärgerlich. Nur noch diesen Sprung hier. Nice. Oh Gott, ey. Oh nein, kein Checkpoint. Aber vielleicht kann ich nicht mehr sterben. Ja, sieht gut aus. Ja. Switz. Okay, damit schließen wir ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.